Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema, wie man ein Virus stoppt. Ja, das hier wird jetzt kein Video mit so ganz allgemeinen Erklärungen, was man tun kann bei einer Infektion, sondern es geht mal ganz gezielt darum, dass ihr verstehen könnt, was passiert eigentlich, wie wird ein Virus in einer Zelle gestoppt, was macht der Virus überhaupt in der Zelle, wie kommt er da rein und was macht der Körper eigentlich damit. Ich möchte vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt eine tolle Forschung, die gemacht wurde, in der erkannt wurde, dass die DNA von einem Neugeborenen wesentlich kürzer ist als die DNA von einem älteren Mann mit 80. Die Frage war, warum? Warum ist die von dem 80-Jährigen länger? Hat der plötzlich mehr Arme oder Beine oder was? Warum ist die DNA länger? Und das Resultat war dann in der Forschung, in der Studie, dass es Viren sind, die sich im Laufe des Lebens hinten an die DNA anhängen. Und genau das ist das, was Viren tun. Viren kommen in unseren Körper und hängen sich hinten an unsere DNA dran. Und entweder wird es dann sofort stillgelegt, und darauf gehen wir gleich ein, wie das geht, oder der Virus wird von der Zelle quasi abgelesen und reproduziert. Das heißt, der Virus missbraucht die Zelle, um neuere Viren herzustellen. Und das geht dann so lange, bis das Immunsystem darauf aufmerksam wird und dann wird die Zelle durchs Immunsystem daran gehindert oder gefressen oder es gibt Antikörper gegen die freien Viren und so ist man dann eben krank, hat Fieber, hat Schnupfen, Husten, fühlt sich nicht gut, soll sich am besten im Bett aufhalten. Das ist dann die Phase, in der das Immunsystem den Virus bekämpft, bis er dann letztendlich in der Zelle stillgelegt ist. Und das ist jetzt entscheidend. Wenn ich den Virus loswerden möchte, bedeutet es eigentlich, ich möchte, dass meine Zelle intrazellulär den Virus stilllegt. Denn, und das erinnert euch an den 80-Jährigen mit dem langen DNA-Strang, wir werden die Viren nicht los. Der Virus wird unseren Körper nie verlassen. Er wird immer da sein, er wird nur kontrolliert sein, er wird stillgelegt sein. Das gilt für alle Viren. Viren im Körper bleiben, die gehen nicht weg. Wir kriegen die Masse der Viren, 90% der Viren kriegen wir ab, ohne dass wir jemals krank geworden sind. Die kommen einfach rein, werden im Stillen stillgelegt, fertig. Haben wir nie was von mitgekriegt. Dafür brauchen wir ja ein gesundes System, Biosystem, Immunsystem, dass das funktioniert. Die zwei Wege, wie das unser Körper macht und wo wir ihn eventuell unterstützen können, gerade in besonderen Zeiten wie 2020, ist die Methylierung und die Acetylierung. Methylierung, dafür brauche ich dann Stoffe, die das machen. Es gibt drei Stoffe, die das gut können. Das eine ist der Stoff SAMe. SAMe ist der Stoff, den die Zelle tatsächlich direkt verwendet. Aber es ist auch der Stoff, der so gut wie gar nicht ankommt, wenn ich den einnehme. Also es bringt nichts, SAMe einzunehmen. Das wird kaum in der Zelle landen, haben wir wenig Erfolge mit. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, das ist methylierte Folsäure oder 5-MHTF. Das funktioniert ganz gut, die ist nur relativ teuer, aber die funktioniert. Man muss davon reichlich einnehmen. Es wird empfohlen, dass man dreimal am Tag dann so eine Kapsel mindestens einnimmt, vielleicht sogar zwei, damit man da einfach ausreichend hat. Und aber das, was am gängigsten, am besten funktioniert, am einfachsten machbar ist, ist Methyl-B12. Methyl-B12 oder Methylcobalamin. Das ist die Variante, die für uns noch gut zugänglich ist, die nicht so teuer ist. Wir selber nehmen gern die Tropfen. Es gibt verschiedene Hersteller von den B12-Tropfen. Dadurch hat man weniger Zusatzstoffe. Einen, den wir sehr favorisieren, ist die Firma Sunday Natural, sunday.de. Da ist es günstig und hat eine gute Qualität. Und diese Tropfen dann einfach einnehmen und ruhig hochdosiert. Also man kann dann wirklich mal am Tag dreimal täglich zwei Tropfen nehmen. Das sind dann 6000 Mikrogramm, die man da einnimmt. Das ist eine Dosis, die für eine kurze Strecke mal okay ist, um den Körper zu unterstützen, aus dem Virus rauszukommen. Methylierung, Acetylierung, das kann eine Rolle spielen. Und da ist das Wichtigste, was wir als Unterstützung tun können, ist, wenn wir Vitamin B5 geben. Ja, die Pantothensäure, wenn wir die geben, dann ist es so, dass die Zelle unterstützt wird, den Virus zu ummanteln und stillzulegen.
Methylierung, Acetylierung. Also da immer dran denken, wenn ihr chronisch zu tun habt mit Viren oder wenn gerade um euch herum viele Menschen Viren haben, dass ihr da vielleicht immer ein bisschen auffüttert. Und wenn ihr jetzt keinen akuten Virus habt, braucht ihr nicht so eine riesen Dosen nehmen. Dann reicht es auch aus, wenn man einmal am Tag B5 nimmt oder Vitamin B12 nimmt, um einfach gewappnet zu sein in der Viruszeit. Okay, das war's von unserer Seite. Viel Erfolg damit, bleibt gesund, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr mögt und folgt uns gerne und wir haben einen tollen Newsletter, einen Health Report, da könnt ihr euch für eintragen. Wir sind auf Instagram unterwegs, auf Facebook, also wenn ihr mögt, schaut bei uns rein. Ciao.